Die ostafrikanische Steppenlandschaft war über Jahrmillionen von großen klimatischen Veränderungen ausgenommen, wie sie sich in anderen Regionen der Erde, beispielsweise in Europa, infolge von Eiszeiten vollzogen hatten. Diese Konstanz der Lebensbedingungen ist eine wesentliche Voraussetzung dafür gewesen, dass sich eine Artenvielfalt an großen Landtieren entwickeln konnte, wie sie nirgendwo auf der Erde übertroffen worden ist. Riesige Herden von oft Hunderten oder mehr Wildtieren waren bis vor wenigen Jahren das gewohnte Bild der ostafrikanischen Landschaft. Hier ist auch das größte Landtier, der afrikanische Elefant, zu Hause. Leben und Sterben, Jagen und Töten, um wieder neues Leben hervorzubringen. Dieser Zyklus wiederholt sich Tag für Tag auf vielfältige Weise und ist gleichsam ein Sinnbild für Vitalität unter stabilen Lebensbedingungen. In dieser von rascher Entwicklung so lange verschont gebliebenen Region hat sich nach wissenschaftlicher Auffassung auch der Menschwerdungsprozess vollzogen. Funde von 4,5 Millionen Jahre alten menschlichen Knochen scheinen dies zu belegen. Keine andere menschliche Lebensform war auch nur annähernd so erfolgreich wie die der Jäger und Sammler, denen jetzt durch die von der Natur sich immer weiter entfernenden Zivilisation das jähe Ende droht. Die Hadzabe sind eines der letzten beiden Ureinwohnervölker in Ostafrika, eng verwandt mit den als Buschleute bezeichneten Ureinwohnern des südlichen Afrikas. Diese beiden uralten Hadzabe-Frauen klopfen den Samen des Affenbrotbaumes Nobabe in der Klicklautsprache der Hadzabe zu Mehl, um daraus mit Wasser vermischt einen schmackhaften und überaus nahrhaften Brei zuzubereiten. Selbst bei extremer Nahrungsknappheit vermögen Hadzabe oft über Monate hinweg von den Früchten des Affenbrotbaumes und von Blättern, Beeren und Knollen zu überleben. Die Werte und Normen im Leben der Hadzabe werden von den Alten an die Jüngeren übertragen und wieder weitergegeben, möglichst unverändert, denn sie sind über viele Generationen erprobt und optimal angepasst worden. Jede Veränderung der Lebensbedingungen würde ein unnötiges Risiko für die Gruppe und sogar das ganze Volk bedeuten und wird darum nach Möglichkeit vermieden. Jäger und Sammler brauchen freies Leben auf freiem Land. In der von ihnen empfundenen Unfreiheit einer hierarchischen Zivilisationsgesellschaft sind sie zum Tode verurteilt. Hadzabe kennen keine Führer und keine Hierarchie. Sie haben weder Häuptlinge noch Schamanen, weder Priester noch Medizinmänner. Jeder ist gleichberechtigt und das Leben ist von der Würde der Eigenverantwortung getragen. Genga geht auf die Jagd. Er jagt wie üblich allein und nur mit Pfeil und Bogen. Inzwischen kommen die Jungen vom Wasserholen wieder. Hadzabe lassen sich ungern in der Nähe von Wasser nieder, da an den Löchern Mücken und andere Insekten plagen. Außerdem würden dadurch die zu jagenden Tiere abgeschreckt. Auf dem Rückweg vom Wasserloch haben die Jungen einen Vogel geschossen. Das Tier wird gerupft und geröstet. Fast das ganze Tier findet Verwertung. Federn werden bei der Herstellung von Pfeilen verwendet. Alles, was die Hadzabe zum Leben benötigen, können sie selber herstellen. Schon im Alter von 8 Jahren ist ein Hadza-Junge imstande, sich selbst, seine Geschwister und seine Mutter zu ernähren. Hadzabe fühlen sich nicht als unabhängige Individuen, sondern als ein Teil der Gruppe, in der sie leben, und als jeweils ein Glied in der Kette der Generationen. Im Lager fertigt dieser Hadza-Junge inzwischen ein Messer an. Das Beil zeigt noch deutlich die Formen der früher verwendeten Steinwerkzeuge. Gegen Sonnenuntergang, nach ungefähr 2 Stunden Jagd, kehrt Genga erfolgreich ins Lager zurück. Er bringt einen erlegten Klippspringer mit. Der Kopf geht als Respekt an Mahia, einen Ältesten der Gruppe. Arbeit, wie die des Jägers, ist kein das Leben der Hadzabe bestimmender Faktor. Es gibt keine Trennung von Arbeit und Freizeit in unserem Sinne.
Dann beginnt Genja, die Beute zu häuten und zu zerlegen. Die Jungen helfen stets mit. So lernen sie von früh an die Arbeit der Erwachsenen. Anders als im Leben der sie umgebenden Viehnomaden und Ackerbauern setzt das Leben als Jäger und Sammler eine heile Naturlandschaft als Stammesland voraus. Dabei hat sich ein Leben in Stammesverbänden ohne den Zwang einer anonymen Hierarchiegesellschaft mit Vorschriften, Geboten und Verboten in allen Regionen der Erde und in den hunderttausenden Jahren Menschheitsgeschichte als die zweckmäßigste Lebensform erwiesen. Wildbeuter müssen weder das Halten von Haustieren noch Ackerbau kennen. Ihr Verhältnis zu Land und Tieren ist nicht von Besitzdenken geprägt. Sie kennen somit auch nicht das Gefühl der Überlegenheit gegenüber der Tierwelt, wie es bei anderen Gesellschaftsformen die Regel ist. Land ist gleichermaßen für alle Lebewesen da, also auch für die Wildtiere und Wildpflanzen. Wildbeuter leben im Einklang mit der Natur, ohne diese zu verändern oder gar vernichten zu müssen. Alles wird geteilt, jeder bekommt etwas ab. Selbst der Mageninhalt findet Verwendung. Mit ihm wird die Fellinnenseite bestrichen, um das Fell beim Gerben weich zu machen. So geruhsam wie für die Hazabe der Tag verlaufen war, wird auch der Abend am Feuer beendet. Die Jungen rösten sich ihr Stückchen Klippspringerfleisch. Die Alten sitzen etwas weiter entfernt an ihrem eigenen Feuer. Viele unter ihnen haben ein hohes Alter erreicht und sind kerngesund. Diese Tatsache ist für viele unfassbar, die gelernt haben, dass nur die modernen Zivilisationsgesellschaften ein langes Leben und Gesundheit garantieren. An diesen allabendlichen Lagerfeuern werden die Informationen des Tages noch einmal diskutiert. Der nächste Morgen ist noch kühl und die Hazabe tragen die Kleidungsstücke, die ihnen von Missionaren und anderen wohlmeinenden Helfern gebracht wurden. Früher ging es allerdings auch ohne diese Kleidung. Doch christliche Missionare mit ihrem unheilbringenden Helfersyndrom erlauben, oft unter Androhung von Strafen, Naturvölker nicht mehr nackt oder in Tierfellen bekleidet zu leben. Für Ästheten der zivilisierten Welt mag der Anblick solcher Menschen in Zivilisationslumpen abstoßend wirken. Für die Hazabe und ihre Kultur ist es jedoch fast unerheblich, dass sie nun so herumlaufen müssen, denn die Ästhetik der Weißen ist ihnen unbekannt. Einige Jungen haben in einem alten Baumloch einen Klippschliefer entdeckt. Das Tier hat keine Chance mehr. Zunächst geht es ihm mit Stöcken zu Leibe. Als auch das nichts nützt, nehmen sie Feuer. Schließlich wird das schon angesenkte Tier herausgezogen und mit Stockschlägen getötet. Auch wenn sie klein ist, jeder bekommt einen Teil der Beute. Wird aber ein größeres Wild zur Strecke gebracht, zieht die ganze Gruppe dorthin, um die Beute zu verzehren. Erst danach geht es weiter. Die winzigen Knochen werden aufgeschlagen, um an das energiereiche Mark heranzukommen. Niemand hungert in einem Stammesvolk wie dem der Hazabe, es sei denn, alle müssten hungern. Denn alle, gleich welchen Alters und Geschlechts, tragen zum gemeinschaftlichen Leben bei.
Gengar stellt Pfeilspitzen her. Er weiß zwar noch, wie Pfeilspitzen aus Knochen oder hartem Holz herzustellen sind, seitdem aber Eisen leicht bei den Nachbarvölkern zu besorgen ist, bevorzugt er dieses Material. Einige der Pfeilspitzen werden mit einer tödlichen Paste bestrichen, um damit größere Beutetiere erlegen zu können. Die Giftpfeilherstellung ist die komplizierteste Technik der Herzabe. Sie hat sich über sehr viele Generationen entwickelt. Saitoti sucht am Ufer des Eyasi-Sees nach Wurzeln des Panjube-Strauches, eines giftigen Wolfsmilchgewächses, aus denen er eine Paste als Pfeilspitzengift kochen will. Die Hatzabe kennen die Stelle sehr genau, an der diese Pflanzen in großer Menge wachsen. Sie ist ihnen gleichsam ein Garten für diese begehrten und wichtigen Pflanzen. Niemals nimmt ein Hatza mehr Wurzeln mit, als er für sich und seine Freunde in der nächsten Zeit benötigt. Auf einem Felsen am Seeufer rastet Saitoti und widmet sich seiner Waffe. Am Horizont ist deutlich der Kraterrand des bekannten Ngorongoro zu erkennen, den die Hatzabe Sansak nennen. Auf einem dürren Baum hat sich ein Vogel niedergelassen. Saitoti sieht ihn und schießt. Ohne Glück. Der Vogel ist zu weit entfernt. Ohne Jagderfolg findet er unweit des Ufers Bären und stillt seinen Hunger. Wie alle Wildbeuter sind auch die Hatzabe überwiegend Sammler und nur im geringeren Maße auch Jäger. Essbare Beeren von einem Dutzend verschiedener Arten sind ihnen bekannt. Eine Landschaft, die einem Fremden unfruchtbar erscheinen mag, kann voll schmackhafter Wurzeln sein. Der Grabstock ist das wichtigste Werkzeug der Frauen, mit dem sie Knollenfrüchte ausgraben. Diese Knolle heißt Nkalita. Knollenfrüchte gibt es in vielen Arten, Größen und Formen. Sie wachsen zu unterschiedlichen Jahreszeiten, sodass meistens irgendwelche irgendwo zu finden sind. Wie alle Naturvölker benötigen auch die Hatzabe nur wenige Stunden des Tages für die Nahrungsbeschaffung. Vorausgesetzt, sie leben noch in einer heilen Naturlandschaft. Rauchen ist unter den Hatzabe wie bei vielen Naturvölkern sehr beliebt. Bei Frauen und Männern, alt und jung. Bei jedem Zusammensein macht auch immer eine Pfeife die Runde. Besonders gern wird Marihuana geraucht, das im gesamten Afrika weit verbreitet ist und bei Nachbarvölkern zumeist gegen Felle eingetauscht wird. Rauchen ist kein individueller, sondern ein geselliger Genuss. Hierfür stellen sie sich Pfeifen aus einem weichen Stein her, der leicht zu bearbeiten ist. In den vergangenen Jahren, so erzählt dieser Alte, sind viele weiße Trophäenjäger mit Geländefahrzeugen und automatischen Waffen gekommen. Sie haben alles abgeschossen, was ihnen vor die Flinte kam, oftmals ganze Wagenladungen voll von Fleisch, das sie nicht selten einfach zurückließen. Ihr Interesse galt den Trophäen. Euer ist auf der Jagd und schleicht durch den Busch. Doch die Antilopen, die er aufspürt, sind durch die Feuerwaffen der Trophäenjäger so scheu geworden, dass er oft nicht mehr nah genug an sie herankommt.
Dann hat er einen Bienenschwarm in einem alten Affenbrotbaum entdeckt. Alte, eingeschlagene Holzstücke deuten darauf hin, dass hier schon früher Hazabe auf Honigsuche gewesen sind. Aus frischem Holz schnitzt er sich neue Pflöcke und schlägt sie zusätzlich neben die alten, verrotteten, zur eigenen Sicherheit in das weiche Holz des Baumes, das von Elefanten gern gegessen wird. Honig der Wildbienen gehört zeitweilig zu den wichtigsten Nahrungen der Hazabe. Euer macht Feuer, um durch den entstehenden Rauch die Bienen weniger aggressiv zu machen. Ein geeignetes, trockenes Stück Weichholz ist schnell gefunden und wird vorbereitet. Dann versetzt er einen Hartholzstab in schnelle Drehungen, sodass vom weicheren Unterteil genügend glühendes Holzmehl abgerieben wird. Auf diese Art wird das trockene Gras entzündet. Nun klettert er auf den Baum und prüft das Nest. Vergeblich. Noch hat sich kein Honig angesammelt. Hazabe malten bis vor kurzem Bilder an geeignete Felswände. Auch Nachbarstämme hatten früher Felsbilder hergestellt. Diese Zeichnung erinnert an einen Tänzer mit Kopfschmuck, wie ihn die Hazabe beim geheimnisvollen Epemitanz heute noch benutzen. Der nördliche Lebensraum der Hazabe sind die Südhänge des Ngorongoro-Kraters. Hier tritt an mehreren Stellen klares Wasser aus den Bergregionen des Kraters zutage. Es hat sich ein Sumpf mit üppiger Flora und Fauna ausgebildet. Die Bäume strecken ihre Wurzeln oft bis in das Wasser hinein. Wie Säulen aus einer alten Zeit stehen die riesigen alten Feigenbäume. Ihre Früchte sind Nahrung für vielerlei Tiere. Wenngleich Fremde bereits das gesamte Großwild im Sumpf und um ihn herum ausgerottet haben, so ist immerhin noch ein großer Artenreichtum an kleineren Tieren verblieben, mit denen sie nichts anzufangen wussten. Auf den weit ausladenden Ästen lassen sich Meerkatzen sehen. Auch Ibisse sind häufige Gäste. Vier Hatzerjungen sind vom nahegelegenen Lager zum Fischen an den Fluss gekommen. Zunächst suchen sie Regenwürmer als Köder. Die Angelhaken sind krummgebogene Stücke dünnen Drahtes. Als Schnüre dienen Fäden aus alten Säcken oder Baumfasern. In dem Fluss schwimmen derart viele kleine Barsche und Welse, dass die Jungen selbst mit ihren einfachen Angeln schon nach kurzer Zeit eine ganze Mahlzeit gefischt haben, die sie alsbald auf dem Feuer zubereiten und dann verzehren. Einige Männer rauchen in der Zwischenzeit in der für Hazabe typischen Art Marihuana. Huh.
Hii shule inaharibu mira ya Wahadzabe kabisa. Tena mbaya sana. Kuna watoto wengi sana wamebaki huko Sanola. Eine Schülerin, ein Hadza-Mädchen, ist von der Schule weggelaufen und an den Sumpf gekommen. Sie erzählt aufgeregt, dass sie und viele Hadzabe-Schüler in der Schule häufig geschlagen werden. Inzwischen ist der Schulleiter, ein Masai und der schlimmste Verprügler wegen Vergewaltigung von Hadza-Mädchen vorübergehend eingesperrt worden. Bereits vor 20 Jahren sind Hadza-Kinder in Schulen gesteckt worden. Missionsschulen zumeist. Später kam das Militär und holte sich die Hadza-Kinder, um sie in Schulen der Regierung zu verschleppen. Selbst nach 7 Jahren Schule können Hadzabe oft weder lesen noch schreiben. In der Schule erhalten sie viel Prügel, die sie in ihrer eigenen Gemeinschaft nicht kennen. Sie lernen, wie in allen Schulen der Erde, dass Wilde wie die Hadzabe nicht gut sind. Es wird ihnen beigebracht, sich ihrer eigenen Kultur zu schämen. Die Mädchen werden in der Regel von den Lehrern sexuell missbraucht. Wenn dann ein Mädchen schwanger ist, wird es mit Schimpf und Schande von der Schule verwiesen. Importierte Moral. Um allein die Schulkleidung bezahlen zu können, müssen sich Hadza-Mütter durch Flechten von Bastmatten gezwungenermaßen dem Gelderwerb verpflichten. Mit dem bescheidenen Erlös erwerben sie dann auf den Märkten in einer der nächstgelegenen Städte für die in die Schule gezwungenen Kinder Kleidung und Schuhe. Meist sind dies Lumpen aus Altkleiderspenden der Industriestaaten. Missionare und Entwicklungshelfer aus Europa und Nordamerika haben die Jäger und Sammler überredet, Maisfelder anzulegen. Doch hier wird niemals etwas geerntet werden, denn die Hadzabe sind von ihrer Mentalität her nicht zum Ackerbau geeignet. Die Missionare errichteten mitten im Hadza-Land gegen den Willen der Hadzabe eine Kirche. In einer Beratung beschließen die Hadza-Ältesten, die Kirche wieder abzureißen, was dann noch getan wird. Bisher war keine Kirche im Hadza-Land von Dauer. Naona mepita miaka mitatu. Napita miaka mitatu. Na mtoto wako. Nanga erzählt uns verbittert, dass seine kleine Tochter vor einigen Jahren von christlichen Entwicklungshelfern aus dem Lager im Busch von Sanola geraubt worden ist. Er weiß nur, dass das Kind zusammen mit anderen in die Schule nach Endamaga verschleppt worden war. Er hat seine Tochter seitdem nicht wiedergesehen. Er erzählt auch, dass ein anderes, aus seinem Buschlager geraubtes Schulkind vor 3 Jahren in der Schule furchtbar verprügelt worden war. Es konnte nach Hause in den Busch entfliehen, wo es kurz darauf an den folgenden Verletzungen starb. Gegen Ende der 80er Jahre hatten Entwicklungshilfeorganisationen und Missionare in ihrem Unverständnis gegenüber den Jägern und Sammlern die Hadzabe zu Sesshaftigkeit und Ackerbau gezwungen. Die Menschen, deren Freiheit auch immer ihre Lebensgrundlage war, hatte man in Lager gesteckt. Unter den Organisationen waren die Deutsche Evangelische Kirche, Oxfam aus England, Novib aus Holland und Kyuso aus Kanada. Dieser Hadza-Junge erzählt uns voller Furcht vor weiteren Repressalien, dass er vom Militär vor kurzem aus dem Busch geraubt worden ist. Seine Eltern hatten sie nicht angetroffen und so wurde er von seiner Familie und der Gemeinschaft getrennt. Seine Familie konnte sich im Busch verstecken und auch er möchte dort wieder hin. Die Hadzabe singen die ihnen beigebrachten christlichen Lieder. Ihre alte Musik und ihre alten Tänze sind ihnen von den Fremden verboten worden. Die Wuppertaler Protestantische Missionsgesellschaft VIM hatte die Hadzabe mit Nahrungsmitteln abhängig gemacht und versucht, auf diese Weise christlichen Glauben zu erzwingen. Das, was die Hadzabe seit Jahrtausenden machten, nämlich Jagen, um sich zu ernähren, verbot man ihnen kurzerhand. Hadzabe, die trotz des Verbotes in ihrem Stammesland jagten, um sich zu ernähren, wurden als Verbrecher inhaftiert, gefoltert und sogar ermordet. Es erfolgte ein offizieller Ausverkauf des Hadza-Landes durch Jagdkonzessionen und Regenhandel mit Fellen und Trophäen.
Durch Vermittlung des Vereins Freunde der Naturvölker kam es zu einem Besuch der beiden Hadza-Ältesten Dorf und Mahia bei dem Direktor der staatlichen Stelle für Wildschutz, Bakarim Bano, der neue Hoffnung brachte. Auf diese Weise ist es gelungen, die Hadzabe aus den Gefängnissen zu holen und dauerhaft durchzusetzen, dass diese Menschen, die stets nur mit Pfeil und Bogen jagten, nicht mehr als Wilderer verfolgt werden. Regierung und Trophäenjäger, die ihre Jagdrechte durch Dollar erhielten, haben nach langen und zähen Verhandlungen erklärt, die Jagdgebiete der Hadzabe zukünftig respektieren zu wollen. Wir fahren in eine der großen Städte, zu den Menschen, die den Verlockungen des angeblich besseren Lebens gefolgt sind oder durch Raubbau an der Natur verarmt und aus Not in die Stadt getrieben wurden. Wir sehen überfüllte, stinkende Märkte mit dem täglichen Kampf ums Überleben. In einer der fast überall vorhandenen Kneipen mit elektronischer Musik, schummrigem Neonlicht und viel Alkohol suchen Mädchen, wie in der Zivilisation üblich, ihre Partner zumeist für eine Nacht. Mädchen, so könnte man zynisch sagen, haben da einen Vorteil. Wenn Jungen ihrer fürsorglichen Stammeskultur entzogen werden und so den Schutz der Gemeinschaft verlieren, passiert es immer wieder, dass sie sich dem Heer der Klebstoffschnüffler anschließen. Mit 20 Jahren werden sie vielleicht, gesichtslos und anonym, irgendwo als körperliche Wracks enden und verscharrt werden. Gestrandete Alte sind nicht besser dran. Opfer des Fortschritts. In der Stadt Arusha werden wir von einem Mann angesprochen. Er erzählt uns, dass er vermutlich Hadza sei und in seiner Kindheit von Missionaren aus dem Busch geraubt worden war. Mahia, der uns begleitet, erinnert sich an das Vorkommen und wir werden uns einig, dem Mann seinem Wunsch nachzukommen und ihn zu seiner Familie im Busch zurückzubringen. Auf dem Weg dorthin treffen wir zwei zu Prostituierten gewordene Hadza-Mädchen, ehemalige Schülerinnen. In der Bantu-Siedlung Mangola ist unter den Männern längst bekannt, dass Hadza-Mädchen die billigsten und schon für ein Glas Bier zu haben sind. Auch die Mädchen wollen zurück in die Geborgenheit des Stammes, 3 Tagesmärsche von hier entfernt. Wir beraten diesen Wunsch, denn die Mädchen könnten Krankheiten haben, die den Hadzabe im Busch gefährlich werden könnten. Die Mädchen erhalten zur Sicherheit Antibiotika. Zusammen mit dem Hadza-Mann aus Arusha bringen wir alle geflohenen Schülerinnen und zu Prostituierten gewordenen Hadza-Mädchen in ihre Gemeinschaften zurück. Bei ihrer Ankunft im Busch werden sie zunächst neugierig gemustert. Die jungen Frauen trinken zuerst eine Kräutermedizin. Das Gebräu aus verschiedenen Wurzeln ist ein für die Hadzabe altbewährtes Heilmittel bei den ihnen bekannten Krankheiten. Danach unterziehen sich die Mädchen einer Waschung. Wir sind jedoch skeptisch gegenüber diesen Heilmethoden der Hadzabe, denn wir wissen, dass ihre Mittel bei eingeschleppten Infektionen möglicherweise versagen werden. Schließlich werden die zurückgekehrten Mädchen, auch zum Teil noch in Schuluniformen, bei Gesang und Tanz wieder in die Gemeinschaft aufgenommen.
Genga erzählt uns, sein Sohn werde niemals eine Schule besuchen. Dafür werde er sorgen. Doch der unerbittliche staatliche Schulzwang ist eines der größten Probleme für die Hadzabe. Die Hadzabe sind durch die fremden Weißen und ihre Helfer zwar arm gemacht worden, doch sie haben sich die Würde der Unabhängigkeit bewahrt. In dieser Gruppe leben vier Generationen. Die Alten können sich nicht daran erinnern, dass es früher jemals Hungersnöte oder Epidemien gab. Dies sind für sie die klar erkennbaren Resultate der erzwungenen heutigen Entwicklung. Heute ist zwar ein Großteil des Wildes verschwunden und viele der noch vor kurzem vorhandenen Tierarten wie Nashörner und Säbelantilopen sind überhaupt nicht mehr aufzufinden. Doch noch gibt es im Hadza-Land Klippschliefer ebenso wie die Früchte des Affenbrotbaumes zur Genüge. Durch diese elementare Nahrungssicherheit werden die Hadzabe sich wohl noch lange ihre Unabhängigkeit bewahren können, solange ihnen ihr Stammesland nicht weiter streitig gemacht und beschnitten wird. In mondlosen Nächten wie diesen tanzen die Hadzabe den geheimnisvollen Epeme-Tanz. Das gegenwärtig größte Problem der Hadzabe sind die in ihr Stammesland eingedrungenen Viehherden der Nomaden, der Barabaik im Süden und Osten und der Maasai und Tsukuma im Nordwesten. Ein Zensus aus dem Jahre 1996 hat ergeben, dass im Hadza-Land nur noch 2000 größere jagbare Wildtiere vorkommen, dahingegen 40.000 Rinder und Ziegen. Schlimmer noch, in der Trockenzeit des Winters 1996-97 sind weitere 800.000 Rinder in das Hadza-Land getrieben worden. Die Barabaik am Berg Hanang sind selbst Opfer einer Vertreibung durch nordamerikanische Weiße geworden, die dort riesige Weizenfarmen für den Export anlegten. Aus diesen vertriebenen Barabaik sind nun selbst wieder Vertreiber geworden, die den Hadzabe ihr Land streitig machen. Hakuna watu oko tena. Wame wafukuza wote, ya? Wa Kanada? Nyumba yako. Wale wangano. Andere Eindringlinge, Bantu zumeist, fällen die Bäume, um Ackerland zu gewinnen. Eine andere Methode ist das sogenannte Ringeln, also das Austrocknen und anschließende Abbrennen der Bäume.
Oftmals bleibt nach nur wenigen Jahren wie hier eine Wüste zurück. In ihren letzten Rückzugsgebieten sind die Hadzabe ihrer traditionellen Lebensweise als Sammler und Jäger treu geblieben. Wenn die Früchte des Ontoshipi-Strauches reif sind, gibt es bei ihnen einen leckeren Schmaus. Die Hadzabe sind nun die einzigen unabhängigen Wildbeuter in Ostafrika geblieben und dies, weil sie sich erfolgreich gegen alle Neuerungen und Einflüsse von außen gewehrt und sich auf die überlieferten und lange erprobten Werte und Lebensweisen der Alten besonnen haben. Aber überall auf der Erde werden Naturvölker und ihre Lebensräume von der Zivilisation bedroht. Die unersättliche Gier der Industriestaaten nach Land und Ressourcen kennt keine Grenzen und auch keinen Respekt vor kleinen, friedlichen und eigenständigen Kulturen. Bis jetzt kennen die Hadzabe keine Korruption, keine Gier nach Geld und Macht und noch leben sie außerhalb der Geldgesellschaft. Über zwei Jahrzehnte hinweg haben die Freunde der Naturvölker die Hadzabe in ihrem Wunsch nach Unabhängigkeit und Ursprünglichkeit immer wieder unterstützt und sie ermutigt, sich allen Einflüssen von außen zu verweigern. Mahia, einer der besonders geachteten Hadza-Ältesten, war durch die Hilfe des Vereins hier in Europa. Vor einer Versammlung der Vereinten Nationen in Genf wurde er heftig beschimpft, weil er sein Volk von Schulen, Kirchen und allen anderen Neuerungen fernzuhalten versucht. Ihm wurde vorgeworfen, dass er so seinem Volk keine Chance zum Überleben gäbe. Mahia antwortete, die fremden Weißen hätten zwar alle Völker Afrikas, so auch die Hadzabe, arm gemacht, doch hätten diese sich durch die Verweigerung des sogenannten Fortschritts ihre Würde der Unabhängigkeit bewahrt. Niemals ist das Überleben der Hadzabe, ihrer Kultur und des sie umgebenden Reichtums der Natur so gefährdet und beschädigt worden, wie in den letzten drei Generationen, seit sich Europäer im Hadza-Land eingemischt haben. Trotz dieser Entwicklung leben die Hadzabe wieder als Jäger und Sammler und singen ihre traditionellen Lieder, die von ihrem Leben erzählen. Heute wissen die Hadzabe, dass sie damals von den Fremden schlecht beraten waren. Heute sehen wir aber auch, dass die Hadzabe bedauerlicherweise auf Fürsprecher wie die Freunde der Naturvölker angewiesen sind, um überleben zu können. Ich habe
Seit Generationen gibt es weltweite Bewegungen zum Schutz bedrohter Tierarten und Baudenkmäler. Gelänge es, eine ebensolche Unterstützung für die wilden und freien Naturvölker zu schaffen, so könnte es in allerletzter Minute noch Hoffnung geben. Wir sollten diesen Menschen endlich Respekt und Achtung entgegenbringen. Lassen wir sie so leben, wie sie gelebt haben und weiterleben möchten. Thank you.